Recht herzlich willkommen zur 193. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal hier reingeguckt, haben dann festgestellt, Katastrophenschutz gibt es auch mittlerweile. Müssen wir mal gucken, was wir da so rausmachen, das ist die Frage, ne? So Brandschutz haben wir ja schon ein bisschen, aber wenn man da so mal anguckt, das ist ja auch nicht so prickelnd, ne? Da ist schon viel, was rot ist, ne? Gibt es hier denn überhaupt Brandschutz? Ja. Also hier müsste ja irgendwie noch was hin, ne? Wo ist denn da noch eine Stelle frei? Hier sieht es eigentlich gut aus, ne? Müssten zwei Häuser abweichen, um dass es klappt. Oder wo wäre noch was frei und wo kann man. Hier könnte man es hinbauen. Wird auch funktionieren, ne? Ich glaube, wir machen es da ein. Macht mehr Sinn, ne? Hier kommt aber nichts an. Fehlgeschlagen mit dem Brandschutz in dem Sinne. Ja, hier ist eine Feuerwache, aber drumherum, da die keine Straße drin haben. Geht da nichts, ne? Die Anbindung kommt von hier drüben und von hier. Geht dann da rein und bringt nichts, ne? Das heißt, die Feuerwache hier, die müsste erstmal eine Anbindung daran haben, ne? Wäre das jetzt sinnig? Das würde mich jetzt interessieren, ob jetzt die Feuerwache da durch. Nicht wirklich besser geworden, ne? So, jetzt müsste es ja besser geworden sein. Jo, ist es auch. Stellt sich nur die Frage, wie sich das mit dem Verkehr ergibt, aber wahrscheinlich ist das da auch kein Problem, ne? Und dass das noch besser wird. Auch daneben noch besser wird, müsste man die Straße einfach noch da durchbauen, ne? Jetzt sollte auch der hintere Bereich gut sein, ne? Ja, so sieht's aus. Okay, hier ist wirklich wohl gegeben, dass es da nicht hinreicht. Hier müsste man jetzt hier eine Verbindung hinmachen, dann wird's auch wieder wahrscheinlich reichen, weil so, jetzt pass auf, jetzt ist das auch nicht mehr rot. Naja, noch ein bisschen schon, weil zu weit weg dann insgesamt gesehen. Da müsste man die Straße jetzt aber auch dementsprechend anpassen, dass es vielleicht eine Einbahnstraße ist, ne, oder? Obwohl der Verkehr da kein Problem darstellt zurzeit. Ja, da ist es halt passend, ne? Vielleicht kann man hier so ein Dingens reinmachen. Wird das dann besser? Ah, da ist die Waldbrandgefahr dann gebannt. Interessant. Brauchst du da noch einen hin? Aber da fehlt. Ne, da kommt es auch noch das. Und schon ist alles gut, ne? Was kostet so ein Ding? Unterhalt ist jetzt gefragt. Nichts Besonderes. Da ist schon alles abgedeckt. Hier ist unsere Grenze, läuft eigentlich, ne?
Hier braucht man sich keine Sorgen machen. Machen wir dahin, ne? Dann läuft das da gleich auch. Ja, hier ist es dann wieder schwieriger mit der Feuerwache, wie man sieht. Bringen die da gar nichts? Falsche Stellen oder so? Keine Ahnung. Können sie so nur eine hier hinbauen, oder was? Oh, das ist bereits belegt, ja, aber... Ja, das hat was gemacht. Das Hubschrauberdepot. Das bauen wir jetzt hier hin. Dann muss ja alles grün, alles schön sein, ne? Eigentlich, oder? So, was macht das, ist die Frage, ne? Ja gut, das ist jetzt für Waldbrände dann geeignet. Läuft, ne? Haben wir sowas auch. Dann haben wir die Feuerturm und hier immer noch Brand, Katastrophenschutz jetzt. Jetzt kannst du sowas hier unterbringen, ne? Hast du so einen schicken Bunker im Wohngebiet, oder wie sehe ich das? Ja, es trifft da alle. Das kannst du dann noch hier irgendwo hinbauen. Ist die Frage nur, wo? Sehr tiefes Ding ist das, ne? Da passt es auch nicht hin, Mann. Kannst du nur kleinere nehmen. Dann hier noch irgendwo ein. Okay. Da, hier, obwohl hier hätten wir auch Größeres machen können, aber naja, ist jetzt passend. Ich sehe gerade, die reißen ganz schön Unterhaltskosten auf, ne? Hier nur einen hin. Ja, jetzt können wir so eine Luftwegabdeckung da mal angucken, ne? Was ist das schon, oder was? Da noch einer hin. Hier noch einer hin. Passt. Hier noch eine Fläche, die das hergibt. Ein
nicht wirklich. Zack, die haben's weg. So, und dann hier unten noch einen hin und dann war es das auch. Super. Dann haben wir das getan. Funk, kurzer Antennenmast. Hoher Antennenmast. Der deckt hier alles ab dann. Dahin, alles gut. Ja. Dann setzen wir hier oben noch irgendwo einen hin. Und alles ist gut. Dann gibt es hier noch einen. Und dann läuft's. Und was kostet der Unterhalt von so einem Ding? Gute Frage, ne? 432. Erdbebensensor, das lassen wir erstmal gut sein, ne? So, jetzt fehlt uns schon wieder hier Dingens. Flächen. Das ist jetzt erst das nächste, was wir machen müssen. Die Industrie möchte auf jeden Fall Flächen haben. Büroräume. Können wir da noch hinmachen? Dann gibt es noch Industrieflächen. Der Kommerz möchte auch noch was. Können hier noch ein paar einkaufen gehen. Was ist hier noch? Da geht noch einer für die Industrie, beziehungsweise Büros. Läuft. Kommerz ist jetzt gefragt. Gibt aber kaum noch Flächen, ne? Müssen wir erst wieder Straßen bauen, damit wir noch was machen können. Da. Ja, Industriegebiet ist wieder gefragt. Hier haben wir noch Möglichkeiten. Gut, und dann ist Wohnraum noch zu machen. Okay, da können wir hier hinten auf jeden Fall was machen. Stopp das weg. Das hin und da kommen noch ein paar Skylines hin. So und so. Kleinere Flächen jetzt. Und da können wir noch einen Kommerz hinsetzen. So ist es doch ganz nett hier, oder? Da fehlt noch der ein oder andere. Den wieder weg. Da gibt es noch einen Büroraum. Läuft soweit. Ja, hier müssten wir jetzt irgendwo noch eigentlich eine Straße durchziehen. Das haben wir Jens vergessen, ne? Machen wir bis hierhin nur.
zieh mal durch bis dahin. Ne? So, jetzt zwischendurch nochmal eine Straße ziehen. Passt schon. Fertig. Läuft, neues Gebiet. Jetzt muss da nur Wasser dran und Strom dran. Na, Strom ja eher weniger, sondern Wasser. Heizung vor allem. Fertig. Heißwasser auch da. Läuft. Okay, dann können wir da auch Wohnflächen gestalten. Hier außen machen wir wie immer Hochhäuser zur Straße hin, zur Autobahn hin. Tja, mach das mal weg, mach da mal auch schöne Skyline raus. So sieht's doch schon besser aus dann. Schön abgeschottet. In der Mitte können wir kleine Häuser bauen. Ja, hier schön alles so. Läuft. Hier noch das. Dann machen wir daneben den gewünschten Kommerz, den wir da unten. Der weg. So dahin. Das kann da auch so. Hier machen wir mal schöne Einkaufsmeilen hin, ne? So läuft's erstmal. So, jetzt brauchen wir nur welche hinziehen und dann ist das alles gut, ne? Ja, sieht doch ganz nett aus. Wird wohl werden. Jetzt müssen nur noch welche hinziehen, aber so wie es aussieht, ist hier gerade nicht so eine tolle Gegend. Liegt wahrscheinlich auch an ÖPNV und so. Machen wir mal eine Buslinie vielleicht hin. Wo ist denn hier die nächste U-Bahn-Station? Gibt's hier keine, ne? Ne, ist jetzt wirklich nicht da. Lass es mal hier starten irgendwo. Der hält hier nur an. Sieht nur irgendwo einer.
da. Steigt hier noch ein. Und fährt dann hier rein. Da. Dort. Da. Da. Und da lang. Da war schon eine Haltestelle, dann gibt es noch eine hier. Und dann geht die Reise wieder zurück. Da noch, da. Vielleicht hier noch am Stadion einmal. Und schließen. Fertig. So, jetzt haben die da auch Wohnbereich, an Straßenanbindung. Eine Arztpraxis vielleicht noch hinmachen. Obwohl, so schlecht sieht es hier gar nicht aus, ne? Was haben wir denn hier noch? Sauna und das Rettungshubschrauberdepot, okay. Ja. Wo sind denn hier die Friedhöfe? Einer ist da, der müsste auch schon wieder bearbeitet werden, wie man sieht. Setzen wir da mal einen rein. Ja, und den Rest müssen wir dann noch gucken, ne? Aber ich würde sagen, wir sind schon wieder so weit durch erstmal. Setzen hier gerade noch auf Entleeren. Und dann müssen wir weiter gucken in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.